So, kleine Räume, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief! Und wir sind in irgendeiner Fabrik drin. Ah ja, genau, wo wir halt aufgehört haben. Beim letzten Mal sind wir hier durch diesen kleinen Gang durch, haben noch ein bisschen was eingesammelt und müssen jetzt... lieber Glasscherben treten, nein. Irgendwo hier links oder rechts lang. Ich glaube, hier vorne ist gar nichts mehr. Hier ist gar nichts mehr. Oh, ein Schrank. Ach so, stimmt, man kann sie ja da drin verstecken, alles klar. Okay, das ist jetzt gerade nicht notwendig, deswegen gehen wir einfach mal durch diese Tür hindurch. Und ich gehe mal davon aus, dass wir dann auf einer Treppe landen. Ach, ich muss ja nicht mehr aufmachen. Ist ja wunderbar. Ja, genau. Da unten waren wir. Wir konnten also von oben... Quatsch. Von oben, ja, ganz klar. Nee, von unten auf das Ganze so ein bisschen drauf starren. Und, zwei stumme Pfeile. Stumme Pfeile können aus der Entfernung zu lösen. Welchen Flaschenzug haben wir denn hier? Wer ist da? Niemand. Nee, jemand. Verflucht. Ich will im Arsch. Ja, mach ich mal fix alle. Das war gerade diese verkackte Barriere. Flaschenzüge. Das ist nur ein Flaschenzug. Ja, danke schön. Gut, dass ihr auch nach 5 Minuten wieder fertig seid. Du bist tot. Ach nein. Ja, nee, Flaschenzüge, alles klar. Stumme Pfeile, die holen wir uns auf jeden Fall. Und ich würde trotzdem sagen, wir gehen unten drunter durch. Bevor ich mich... Ich bin Thief, ich speichere im Schrank. Das ist super nützlich. Ach, meine Güte, so wie war hier Rennen? Ach ja. Genau. Ich finde das immer noch verdammt nochmal böse, dass jedes verfickte Entschuldigung. Jedes verdammte Spiel hier, der ist mit Controller läuft, jedes Mal andere Steuerung hat, ey. Das ist. Oh. Das ist verdammt nochmal belastend. So, wir machen das Licht mal aus. Ach, diese scheiß Glas, Alter. Niemand. Niemand von Interesse für dich. Spacken, ey. Das ist keine Nacht, in der man sich mit mir anlegen sollte. Ach so. So ist das also, mein Freund, ja? Ich soll mich nicht mit dir anlegen, das tue ich auch gar nicht. Ich tue dich von hinten an, sobald du dich umdrehst. Wow. Später vielleicht. Ich habe nichts gesagt. Nacht, wenn er zurückkommt. Alter. Gut's nicht, mein Freund. So, der andere Vollhonk steht da vorne noch rum, den machen wir auch gleich mal kalt. Hey, bleib mal stehen, Freundchen, ich will dich töten, Mann. In your face. Ja, lass einfach fallen, ist schon gut. So. Ja, okay, toll. Ich würde ganz gerne dein Geld haben. Wo hast du es denn? Da, Geld. Zwei Gold, also ich bitte dich. Ist das dein Gehalt, ja? So viel denkt man bei der Stadtwache. Gut, dass du zur Stadtwache gegangen bist. Meine Güte. Hier, der hat nichts dabei, die Sau. Ah. Ja gut, okay, wenn die nur 2 Gold bekommt, der hat wahrscheinlich seine... Dings nicht bekommen, seine Vergütung für heute Nacht. Nope. Nope, nope, nope. Nope. Ja, kann ich hier wieder... Achso, mit B, ne? Ja, bis später. Hey, er kann es mit den Türen relativ gut. Das ist auf jeden Fall still. Und leise vor allem. Und wie meint ihr das mit stumpfe Pfeile? Was nützt mir denn das, wenn ich mich jetzt zum Beispiel da hochbegebe? Mich auf den Balken. Und dann? Ich will jetzt meine Pfeile nicht verschwenden... Ist hier hochkommen. Oh, hier glänzt so viel. Ich will das ganze glänzende Zeug haben. Wenn ich nur überall hinkäme. Da ist ein Lichtschalter. Ich würde sagen, wir betätigen ihn gleich mal. Blub. Nichts ist hier mit. Oh, ich sehe ganz viel. Oh, ein Schlüssel. Ah, nee, Messer. Okay, sah gerade aus wie ein Schlüssel. Hier hat aber ein bisschen mehr geglänzt, als ich eben noch da war. Aha. Zack. Zahnrad. Gut, das hat keiner mitbekommen. Und wir sind irgendwo. Achso, okay, man hätte auch einfach. Alles klar. Gucken wir erstmal rum, bevor wir einfach. Ja, toll, das lohnt sich richtig. Einfach reinstiefeln. Wir sind jetzt inzwischen schon reingestiefelt. Ich werde krank, das spüre ich. Oh nein. Haha, Idiot. So, Licht aus. Wir sehen selber genug. Strom sparen. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir waren hier schon mal. Liege ich da richtig? Ich weiß es nicht. Halte X. Kann ich da durchgucken? Kann ich da rein? Liegen da Schätze? Ich sehe inzwischen gar... Also... Doch, da! Da! Da glänzt was. Wie komme ich da rein? Ich will... Komm, die Tür kannst du einfach aufbrechen. Ah, verdammt. Okay. Da will ich unbedingt hin. Ich habe auch schon so eine Idee. Ja, willst du nicht mal drüber hopsen? Komm. So, bestimmt komme ich hier rein, oder? Durch den Schacht. Neue Karte. Was wollen die immer mit neuen Karten? Oh, das wollen die mit neuen Karten. Es gibt ja eine Karte. Verdammt, geil.
Warum sagt man das man jetzt? Man, ach, egal, wisst schon. Warum man dir das jetzt erst sagt? Und was soll das hier sein? Ach, das ist mein Ziel, oder was? Ja. Okay. Wo habe ich eben angefangen? Das müsste hier gewesen sein, was? Genau, da sind wir eben dann hoch, da sind wir da und da und da, alles klar. Und jetzt mit dem Schacht komme ich tatsächlich in den Raum, wo wir eben hin wollten. Juhu! Und jetzt will ich hier Geld sehen. Oh, warte mal, sitzt da jemand, der lebt? Nee, das ist eine Puppe. Huh, sieht doch jemand war hier drin. Realistisch aus. Vor kurzem. Ein Spiegel. Und er hatte leichtere Stiefel als die Wachen. Aha. Das heißt, ich habe hier Konkurrenz. Alter, das sieht verdammt nochmal realistisch aus. Okay, du. Nope. Fuck it, nope. Nein, da geht's nur um den Tresor. Aber Alter, bewegt dir einfach mal sein. Ich glaub's hakt. Einfach ein Problem oder was? Kann ich ihn auf die Schnauze hauen? Los, hau ihn auf die Schnauze. 3. 3, 2. Das ist irgendein Code. Komm, hier, stirb, du blödes Ding. Oh, ich dachte, der ist ein Schädel gewesen. Naja. Egal, okay, das war echt mies, dass sich der Kopf bewegt, Alter. Okay, mit dieser Nummer hat's bestimmt irgendwas auf sich. 3. Ich schreibe mir mal die 3 einfach auf, obwohl ich mir die 3 merken könnte, aber wer weiß, über wie viele Folgen ist, dass ich das hier ziehe mit diesem Code. Wenn es denn ein Code ist. Aha. Ein Code. befinden sich die restlichen Tipps auch in diesem Raum oder muss ich da jetzt mehrere Räume besuchen für? Okay, wir merken jetzt auf jeden Fall die 3. Sammeln die Briefe mal auf. Rätselhafter Brief. Aha, das könnte vielleicht sogar Aufschluss schon geben. An Clockwise. Die Zeit wird knapp und ich muss verschwinden. Hoffentlich erreicht dich dieser Brief. Ich habe das Unglaubliches im Tresor der Werkstatt verstaut. Falls meine Theorien korrekt sind, habe ich unserem Freund vielleicht endlich etwas zum Nachdenken gegeben. Du musst es sicher aufbewahren. Also Nachdenken geben, und zwar buchstäblich. Okay. Ich kann das Risiko nicht eingehen, die Tresorkombination niederzuschreiben, aber falls mir etwas zustößt, solltest du die älteren Prototypen ansehen. Vergangene Fehlschläge können trotzdem noch von Nutzen sein. Alles klar. Bisher habe ich einen gefunden. Hier im Raum ist sonst nichts, oder? Ich gehe mal nicht davon aus. Okay, wir gehen einfach mal durch diesen Schacht hier und vielleicht finden wir ja dort irgend... Ach, da! Oh Gott. Ich gar nicht gesehen. Vergangene Prototypen. Wartet mal. Hoppala. Ja, steht wieder auf. Sind hier vielleicht noch irgendwelche Prototypen? Aber es sieht nicht so aus, ne? Das steht noch definitiv keine Nummern dran. Ich glaube, mit den Prototypen meint er tatsächlich nur diese gruseligen Puppen da. Vielleicht finden wir unterwegs hier noch welche und kommen irgendwie nochmal zurück. Das wäre natürlich jetzt optimal. Okay, dann können wir den Tresor leider noch nicht öffnen und können ihn uns wegnopen. Finde ich gut. Okay, gut, alles klar. Wir merken uns also die 3, die habe ich schon aufgeschrieben. Wunderbar. Gut, dann weiter jetzt im Text. Und hier ist auch nichts weiter, ne? Nein. Gut, dann gehen wir erstmal hier durch die Tür. Hallo. Niemand hier? Super. Und da ist eine Schere. 3 Gold, na immerhin. Und da ist eine Tür, die ich definitiv nicht öffnen kann mit einer lustigen Spiegelung. Oder ist es außerhalb? Wenn es eine Spiegelung ist, ist sie falsch. So, hier machen wir auf jeden Fall erstmal das Licht aus, wie überall. So, damit sind wir nämlich etwas bedeckt unterwegs. Hier schnarcht jemand laut und deutlich. Ich höre dich. Das werde ich deinem Vorgesetzten erzählen, mein Freund. Wenn ich ihm begegne. Weiß ja nicht. So, damit du schön schlafen kannst, mache ich das Licht aus. Und bald auch wortwörtlich. Ach, der schläft ja. Ist ja wunderbar. Auch mit dir. Zeigt mir eine geschlossene Tür und ich mache sie auf. Dieser Mechanismus ist mir allerdings neu. Jetzt wäre ein Schlüssel gut. Achso, wir sind jetzt da. Finde einen Weg, dich Sicherheitstür zu überwinden. Na, kein Problem, wir gehen einfach irgendwo anders lang. Hä? Hast du was dabei? Gold oder so? Nicht? Ach, du bist doch zum Kotzen, ey. Ansonsten ist ja auch nichts weiter außer die Kerze. Das nicht irgendwann wehtut, wenn man da 100 Kerzen ausmacht. Ist ja schon sehr erstaunlich. Und das auch. So. Schlüssel gebraucht. Ja, das weiß ich doch. Und auf dieser Liste steht hundertprozentig, wer ihn hat, hä? Unerlaubtes Eindringen jenseits dieses Punktes wird bestraft und Ausnahme bei Zweifeln den Offizier der Verwaltung aufsuchen. Aha, natürlich. War irgendwie zu erwarten, dass dieser Offizier dann den Schlüssel haben wird. Also ich gehe mal davon aus, dass er den Schlüssel haben wird. Oh, guck mal, eine Leiche, wie wunderbar. Muss ich vielleicht mich wieder anhaken oder... Na, wir schauen das mal ein bisschen. Erstmal gucken wir uns hier noch ein bisschen um, wir haben hier noch ein bisschen was zu sehen. Vielleicht.
Auf jeden Fall gehen wir nochmal durch diese Tür hier. Naja, siehst du, hier könnten wir auf jeden Fall nochmal... Hallo? Back jetzt nicht schon wieder rum, Alter. Hey. Bleib da, mein Freund. Inventar voll. Oh, es geht schon wieder los. Herz allerliebst. Irgendwas hat mich jetzt ges... Hui. Ich muss irgendwie... Ja, ich muss das Licht ausschalten. Seht ihr mich noch? Es heißt, die Schwermut fällt. Okay, alles klar. Dann suchen wir erstmal schnell hier diese schönen. Freundchen! So, jetzt Schubfache aufmachen. Meine Güte. Juhu! Geldbörse! Na. Na. Sind die Mitte nicht noch im Fach gewesen? Hier nicht. Okay. Langsam. Oh, da ist auch noch jemand. Verfluchte Scheiße. Ah, jetzt sind wir hier, alles klar. Jetzt sind wir da nämlich da, wo wir schon mal waren. Königreich für einen heißen hier halt, ne? Kaffee. So, und diesmal müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Nee, hier waren wir noch nicht. Doch, hier waren wir schon. Das ist nämlich dieser Flur, wenn wir mal auf die Karte gucken. Karte. Na, Karte. Freundchen. Karte. Das war dieser Schacht, durch den wir gegangen sind. Damals von hier oder so, da war irgendwo der Schacht da drin. Und dann sind wir hier, da, so, und dann sind wir da rausgekommen. Also im Prinzip nichts Neues, da brauchen wir auch nicht rein oder raus oder grün. Wir müssen halt nur irgendwie einen Weg nach da oben finden. Das ist im Moment das Problem, was wir lösen müssen. Ja, siehst du, die Kerze war eh bald aus. Ah ja, hier kann ich nach oben. Das werden wir gleich mal nutzen. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler. Hoffe dir. Meine Güte, geht doch nicht immer auf die Scherben drauf. Okay, ja, machen wir das Licht aus. Wer sieht mich denn hier jetzt? Da unten. Alter. Wie kann ich denn noch Licht ausmachen? Mir tut der Rücken weh, Mutti. Also ich könnte da durchaus hoch. Aber, oh. Aber, oh. Ah, ja. Ja, ja. Das kriegt ja keiner mit. Ich könnte natürlich auch mal versuchen zu töten, aber eigentlich hatte ich es ja nicht vor, ne? Ich habe ja eigentlich versprochen, dass ich nicht töten möchte. Aber nicht, dass es doch zur Notwendigkeit wird. Ah, da unten war ein Lichtschalter. Puh, hab ich vergessen. Schnell, schnell, schnell. Königreich für einen heißen so. Was? Königreich für einen Kaffee? Nein, Kaffee ist kacke. Ja, nein, Kaffee-Liebhaber, ich mag keinen Kaffee. Schmeckt mir nicht. Wow. Also ich... Wow. Ja, von was denn? Vom ewigen Rumlaufen und Müll erzählen, da kann man müde werden. Ja, werde ich auch. Deswegen muss ich meine Aufnahme eben nach einer halben Stunde schon enden. Nein, wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal da hoch. Das heißt, wir gehen nochmal außen rum. Wir gehen einfach mal durch die Tür hindurch. Hö, hat mich ja schon wieder gesehen. Wahrscheinlich durch das Fenster oder so. Ach, keine Ahnung. So, die Tür war ja hier, ne? Und dann wird man den einfach von oben nach unten uns hier durchprügeln. Achso. Wer sieht mich denn schon wieder? Ah, mich sieht gar keiner, okay. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Schon gut. Ich mach das. Okay, ganz langsam. Holen wir uns erstmal das Gold. Meins. Ansonsten ist ja nichts, ne? Nee. Ist noch ein Schrank. Meine Güte, sind die dumm. Ja, echt mal. Oh. So, müssen wir die Klappe halten. Da oben komme ich nicht hin. Gar nicht. Doch. Natürlich. Oder? Ich muss schlafen. Von da aus? Okay, doch nicht. Doch nicht. Ich korrigiere, da ist nichts möglich. Oder? Ah, irgendwie will ich ja schon mal da hoch. Komm, wir gehen jetzt einfach mal da hoch. Wie wir das da? Pfeil aussuchen, Seilpfeil. Da haben wir 11 Stück, ne? Haben wir doch erstmal ein bisschen Vorrat. Und zack! Hinauf. Mehr Seil ist da wohl nicht dran. Ich bin froh, wenn das ah, wir waren hier springen. Ach, ich kann da auch hoch, ne? Das sagt mir doch mal einer hier. Okay, dann, sind wir wegen ein bisschen Gold aufgeflogen. Cool. Habe ich jetzt Geheimnis entdeckt, oder warum kommt jetzt so... Graune, regende Musik. Komme ich da echt drüber? Bezweifle das ja gerade ein bisschen. Doch. Und was finde ich hier? Sammlerstück. Ein schönes Stück. Gänseblümchenbrosche. Ach, wie hübsch.
Na, siehst du, hat sich da vielleicht doch ein bisschen gelohnt. Hat er dir gerade, das sah gerade voll aus, als ob sie die weggeworfen hat. Oh, guck mal, Gold, weg mit. Ist nichts für mich. So, alles klar, das heißt, wir können ja auch wieder runter. Das lohnt sich nicht wirklich. Gut, ducken wir uns. Und begeben uns einfach mal in die Schwermut ist überall. Von diesen zwei Idioten hier. Ich schwöre, ich habe jemanden gesehen. Nope, nope, nope. Hast du nicht? War eine Einbildung. Nichts. Ja, sag ich doch, nichts. Natürlich, sagt er noch. Ist er nicht weg. Nein, wohin soll ich denn gehen? Meine Güte. Scheiße, wie machen wir das jetzt? Ich will... Komm ich nicht irgendwie nach oben oder so? Mein Gott, das muss doch irgendwie einen Weg geben. Scheiße. Die Schmiere klebt. Ich muss überall den Schlüssel finden. Wer ist denn? Ach, da unten. Ah, wo gibt's hier den Lichtschalter? Lichtschalter, Lichtschalter, Lichtschalter. Und daran kann ich mich nicht einfach hängen. Und mich treiben lassen? Ah, dieser Spacken da unten, der regt mich auf. Ich will ihn nicht töten, aber der steht halt voll im Weg. Warum sieht er mich überhaupt? Ah, jetzt hört's auf. Der einzige, der hier bedarf voll was? Achso, wegen dem Glas. Ah, wir hätten noch, stimmt, irgendwas werfen können. Irgendwie traue ich mich ja nicht, ihn gerade umzukloppen, ne? Weil da noch Leute stehen. Können wir mal ganz kurz speichern? Wir speichern mal ganz kurz. Spiel speichern. Warte mal. Wir schreiben mal das hier. Zack. Achso, da habt ihr gerade übrigens mal gesehen, falls ich mich gefragt habe, welche Schwierigkeit spiele, denn ich spiele auf normal. Also ich habe jetzt nichts Spezielles gewählt. Mein Gott, sind die dumm! Ist das herrlich! Ich freue mich! Alter, ich hau gerade hier über die Kameraden platt. Blackbrook verbringen soll. Ach so, ich dachte, das ist jetzt gesehen hier. Oh mein Gott, zum Glück ist da eine Säule, Alter. Vorsichtig, der eine hat mich auf jeden Fall gerade entdeckt. Oder hat geglaubt, mich zu entdecken. Alter, und dass sie das nicht mitbekommt, dass er einfach mal an der Leiche liegt. Wie dumm sind die eigentlich? Okay, wir versuchen es nochmal. Alter, der Typ da unten regt mich auf. Stimmt nicht. Nein, ist alles normal. Pass auf, andere Idee. Wow. Ey, hoffe mich zu sehen jetzt. Was soll denn das? Pass auf, wir machen das ganz einfach. Kloppen den jetzt von hier aus tot. Aber der hört mich doch hundertprozentig, wenn ich da runter springe, oder? Der hört mich doch hundertprozentig. Hundertprozentig. Auf der anderen Seite kann ich ihn nicht anders attackieren, oder? Duck ich mich überhaupt... Ich stand die ganze Zeit. Na, da kein Wunder. Ich friere. Oh, Mutti. Wow. Shit. Alter, das schaff ich doch niemals. Ich friere. Oh, der Arm. Tut mir fast leid. Ey, das gibt's doch gar nicht. Hab ich denn hier irgendwie was anderes? Achso, falsche Taste, genau. Breitkopfpfeil, stumpfer Pfeil. Damit kann ich aber keinen irgendwie Wurfobjekt. Warte mal, Wurfobjekt. Ja. Oh, das war vielleicht keine gute Idee. Nein! Ich hab noch so viel vor! Oh. Fuck, jetzt haben sie auch noch die Leichen entdeckt. Ich mag dieses Spiel. Ach, du magst dieses Spiel? Ich mag's auch. Ich find's auch super. Ich weiß, dass du da bist. Nein. Das ist wie dich, rieche ich. Okay. Bist du eigentlich bin ich so schlecht, ich bin? Ja. Ja, nur so ein Trottel, den ich jetzt umkloppen werde. Hast du mich gesehen? Eine verdammte Leiche! Dafür wirst du bezahlen. Was ist das denn jetzt? Das ist ein Rabe, oder? Keine Ahnung, irgendwas ist gerade im Bild. Nein, nein, ich bleib hier. Was ist denn der jetzt überhaupt? Verdammt, die sehen nicht mehr. Hinten. Bleibt jetzt da stehen, dieser Trottel? Ich glaube schon. Er wiegt sich auf jeden Fall nicht mehr. Das heißt, wir schnappen ihn uns. Juhu. So, und ich habe keinen getötet.
kann man nicht sagen. Oh, okay. Mein Gott, sind die dumm. Und er geht einfach vor.